Hier am Fuße der niederen Tatra macht Evonik sich auf in eine grüne Zukunft. Im slowakischen Slovenská Lupča gelang es weltweit erstmals, Rhamnolipide im industriellen Maßstab herzustellen. Seit Anfang 2024 läuft die Produktion dieser außergewöhnlichen Biotenside. Sie glänzen sowohl bei der Reinigungskraft in Shampoos, Spül- oder Waschmitteln als auch bei der Umweltfreundlichkeit. Sie sind zu 100% biologisch abbaubar und besonders ökoverträglich gegenüber Wasserorganismen. Ein Erfolg, hinter dem eine Pionierleistung in der Forschung und Entwicklung steckt. Mit den Rhamnolipiden unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und tragen zugleich zur Transformation der Chemieindustrie bei. Durch unsere Kompetenz in der Biotechnologie sind wir führend in der Entwicklung von innovativen Biosolutions wie diesen. Die Rhamnolipide können dank ihrer vielfältigen Eigenschaften in zahlreichen Märkten zum Einsatz kommen. Wir sind die Einzigen, die sie im industriellen Maßstab produzieren und wollen unsere führende Marktposition noch weiter ausbauen. Bei der Produktion werden weder fossile Kohlenstoffe noch tropische Öle verwendet. Zucker aus regionalem Anbau ist der Rohstoff, aus dem Mikroorganismen die Rhamnolipide herstellen. Der hocheffiziente Prozess besteht aus mehreren Schritten. Im Labor werden speziell für diesen Zweck angepasste Mikroorganismen gezüchtet. Bei der Fermentation vollbringen diese Bakterien ihr Wunderwerk. Die entstandene Mixtur fließt über lange Rohre in die Downstream-Anlage zur Aufreinigung. In der Qualitätskontrolle prüft das Team kontinuierlich das fertige Produkt, bevor es bereit ist zur Auslieferung. Die Experten im slowakischen Slovenská Lupča haben jahrzehntelange Erfahrung mit der Fermentation. Das ich sehe von zwei Seiten. Auf einer Seite, das ist eine Bestätigung, dass wir etwas gut gemacht, gemeistert bis jetzt haben. Ein richtiger Meilenstein. Aber das ist auch die Zukunft. Ja, so, das ist für uns sehr wichtige auch Richtung für Öko, neue Technologie und für neue nachhaltige Produkte. Die von Evonik entwickelten Rhamnolipide beweisen ihre Leistungskraft beispielsweise schon in Geschirrspülmittel und einem Produkt zur Hautreinigung. Die Wachstumschancen in der Reinigungs-, Kosmetik- und Körperpflegeindustrie sind groß. Unser Planet braucht nachhaltigere Produkte in den Bereichen Kosmetik, Haushalt und Mundpflege. Viele Unternehmen setzen auf Nachhaltigkeit und ändern ihre Produkte, sodass sie besser für die Umwelt sind. Natürlich wollen weder Kunden noch Verbraucher Kompromisse bei der Leistung eingehen. Evonik schreibt mit der neuen Biotensid-Anlage in der Slowakei Geschichte. Rhamnolipide ermöglichen Leistung und Nachhaltigkeit und Evonik ist führend bei dieser Revolution. Die Rhamnolipide haben Potenzial auch in anderen Märkten. Evonik setzt die Biotenside künftig zum Beispiel im Bereich der Farben und Lacke ein. Als umweltfreundliche Alternative vermitteln sie sozusagen zwischen Bindemittel und Farbpigmenten und sorgen so für eine gute Farbverteilung. Doch dank der Vielseitigkeit der Biotenside erforschen die Experten von Evonik noch sehr viel mehr Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel in der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie und der Landwirtschaft. Viele Wege, die in eine nachhaltigere Zukunft führen. Also wir haben gesehen bei den Rhamnolipiden in der Literatur, also in der Literatur bekannt, dass verschiedenste Eigenschaften hier wirklich hervorzuheben sind. Es war jedoch nie möglich, Rhamnolipide tatsächlich großtechnisch herzustellen. Und Evonik hat mit unserer Biotechnologie es geschafft, diesen Prozess großtechnisch so umzusetzen, dass man eben dann auch Rhamnolipide einsetzen kann, auch in verschiedensten Anwendungen. Das heißt, wir sehen jetzt mit der Möglichkeit unserer großtechnischen Herstellung für Rhamnolipide, dass wir den Markt erweitern, dass die Nachfrage steigt. Und wir erwarten uns hier, dass wir mit der Nachhaltigkeitstransformation mit unseren Rhamnolipiden wirklich mit vorn dabei sind. Evonik, leading beyond chemistry.